In Montenegro sorgte die Amtseinführung eines serbisch-orthodoxen Oberbischofs für politische Spannungen. Am Sonntag wurden mindestens 20 Menschen bei Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei verletzt, 8 wurden festgenommen. Das neue Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro, Metropolit Joannikije, wurde mit einem Hubschrauber aus der Hauptstadt Podgorica zum Kloster in Cetinje, der ehemaligen Königsstadt Montenegros, geflogen, um die Barrikaden zu umgehen. Die Inthronisierungszeremonie hat Gegnerinnen und Gegner der serbisch-orthodoxen Kirche verärgert. Seit 2006 ist Montenegro vom benachbarten Serbien unabhängig. Die Beziehungen zwischen Montenegro, Serbien und der serbisch-orthodoxen Kirche sind zerrüttet. Seitdem Montenegro ein autonomes Land ist, setzen sich Befürworterinnen und Befürworter der Unabhängigkeit für eine anerkannte montenegrinische orthodoxe Kirche ein, die von der serbischen getrennt ist. Sie befürchten, dass Serbien durch ihre Kirche auch politisch mehr Einfluss gewinnen könnte. Im vergangenen Jahr spielte die serbisch-orthodoxe Kirche eine Schlüsselrolle bei den Unruhen im Land. Das führte zum Sturz der pro-westlichen Regierung, die Montenegro in die Unabhängigkeit und 2017 in die NATO geführt hat. Derzeit kann die Regierung als mehrheitlich pro-serbisch bezeichnet werden. Dem Präsidenten Serbiens Vucic wird vorgeworfen, sich seit der Trennung der beiden Länder in die Angelegenheiten Montenegros eingemischt zu haben. Ehemalige Amtsträgerinnen und Amtsträger aller ex-jugoslawischen Länder haben sich nun in einem Schreiben an die Regierungschefs der EU und NATO gewandt. Sie befürchten einen bewaffneten Aufstand in Montenegro und fordern dazu auf, sich an einem aktiven politischen Dialog zu beteiligen. Die Europäische Union und die NATO sollen zu einer friedlichen Lösung des Konflikts beitragen. Wir haben den Politologen und Balkanexperten Florian Bieber gefragt, wie gefährlich und folgenschwer die derzeitige Situation in Montenegro ist. Also ich halte den Konflikt in Montenegro durchaus für bedrohlich. Ich glaube zwar nicht, dass er mit Waffen ausgetragen werden wird, weil es, glaube ich, weder den Appetit dafür gibt und er die unterschiedlichen Sichtweisen und die unterschiedlichen Identitäten in Montenegro spalten. Familien und Menschen haben sich auch oft in den letzten Jahrzehnten erst orientiert, ob sie sich nun als Montenegriner oder als Serben in erster Reihe identifizieren. Es gibt auch viel wirtschaftlichen und politischen Hintergrund. Das ist in erster Linie auch ein Machtkampf zwischen dem montenegrinischen Staatspräsidenten Milo Djukanovic und der serbisch-orthodoxen Kirche und zum Teil auch dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Das heißt, es gibt eine internationale Dimension dieses innermontenegrinischen Konfliktes. Es gibt also durchaus einige Eskalationspotenziale, auch deshalb, weil Serbien in den letzten Jahren sehr stark sich über die sogenannte serbische Welt, das heißt die Idee, dass Serben jenseits Serbiens zusammenarbeiten sollen, Einfluss versucht hat zu gewinnen in Montenegro, auch in Bosnien-Herzegowina. Aber dass das zu einem bewaffneten Konflikt eskaliert, halte ich für unwahrscheinlich, weil es einfach nicht sozusagen die Hintergründe, die Machtkonstellationen und die Gewaltbereitschaft gibt, wie sie in den 90er Jahren beispielsweise in den anderen Staaten der Region vorhanden war. In der Vergangenheit haben der montenegrinische und der serbische Präsident sehr eng zusammengearbeitet. Sie kamen gut miteinander aus als Machtpolitiker, die versuchen mit auch teilweise intransparenten und informellen Mitteln sich an der Macht zu halten und ihre Machtbasis möglichst breit auszubauen. Es kam jedoch zu einem Konflikt zwischen Milo Djukanovic und Aleksandar Vucic offensichtlich in den letzten Jahren. Und da ging es gerade um die Frage der Behandlung der serbisch-orthodoxen Kirche. Für Vucic ist die Unterstützung der Kirche und auch die enge Zusammenarbeit mit der Kirche wichtig. Es gibt ihm Legitimität im Land selber. Es lässt ihn als Beschützer serbischer Interessen auftauchen und sich profilieren. Und er hat auch, nachdem letztes Jahr der Patriarch und auch der Metropolit in Montenegro verstorben sind aufgrund von Covid-Infektionen, dort Leute eingesetzt bzw. geholfen, dass Leute, die ihm näher stehen, die Ämter übernommen haben. Das heißt, sein Einfluss auf die Kirche hat sich verstärkt und sein Interesse in Montenegro ist in erster Linie zu schauen, dass sozusagen Serbien dort als Beschützer der serbischen Bevölkerungsgruppe wahrgenommen wird. Das schafft ihm Glaubwürdigkeit und Unterstützung unter dem nationalistischen Klientel in Serbien selber. Milo Djukanovic hat letztes Jahr die Macht verloren als beziehungsweise nicht als Präsident, aber über die Regierung. Seine Partei wurde zum ersten Mal abgewählt, seit 30 Jahren im Amt.
Und das lag auch daran, dass unter seiner Leitung ein neues Religionsgesetz verabschiedet wurde, was die Möglichkeit vorsah, dass die Kirche ihren Besitz, den sie vor 1918 bekommen hat, enteignet bzw. verlieren könnte, nicht muss, aber könnte. Und das hat die Spannungen zwischen ihm und der Kirche verstärkt. Er hat immer wieder auf Polarisierung gesetzt, um seine Machtbasis zu schützen und um sich als den einzigen Behüter der montenegrinischen Identität und Staatlichkeit zu profilieren. Und auf diese Karte setzt er jetzt auch. Das heißt, er sagt, er ist der Einzige, der die montenegrinische Staatlichkeit schützen kann. Und wenn er das nicht tut, dann ist Montenegro in Gefahr. Und versucht damit, jene, die sich für ein Montenegro, ein unabhängiges Montenegro einsetzen, hinter sich zu scharren und somit seine Machtbasis zu konsolidieren. Und die jetzige Regierung ist sehr fragil, sie hat eine sehr knappe Mehrheit und somit ist es durchaus vorstellbar, dass es, wenn es zu einem erneuten Wahlen kommen würde, dass es Djukanovic gelingen könnte, zurückzukehren in die Macht aufgrund dieser Übernahme von montenegrinischen nationalistischen Motiven. Das heißt, wir sehen hier zwei Machtzentren, die Identität nutzen, um ihre eigene Vormachtstellungen auszubauen und gegeneinander zu inszenieren.